Hallo meine Lieben, ja, ich heiße euch mal wieder ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr sehen wollt, was wir in dem Monat Januar alles so aufgebraucht haben, dann bleibt gerne dran und nehmt euch gerne was zu trinken, denn das Video wird sehr wahrscheinlich sehr, sehr lang. Wir haben hier insgesamt zwei volle Tüten. Ja, es ist sehr, sehr viel im Monat Januar aufgebraucht worden. Das habe ich allerdings auch schon im Monat Dezember angekündigt gehabt in meinem letzten Aufgebraucht-Video, dass dieses hier über die Stränge schlagen wird. Aber ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, trotzdem auf die Produkte einzugehen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen. Ich werde auch einfach hier reingreifen, weil ich habe den Platz, upsala, ich habe den Platz nicht dafür, jetzt alles vor mir auf einem Tisch zu ordnen oder sonst was. Deswegen werde ich einfach reingreifen. Wir beginnen auch mit WC-Reiniger. Der war in Blau von Denkmit. Das Produkt an sich hat mir gefallen, aber die Machung hat mir gar nicht gefallen. Man sieht es auch, die Flasche ist komplett demoliert. Man musste wirklich, wo sie noch halb voll war, richtig rausdrücken, das Produkt, dass da was rauskommt. Deswegen wird es nicht nachgekauft. An sich, das Produkt innen war ganz okay, aber halt von der Machung her war das immer so eine Drückerei. Und man brauchte auch immer sehr wenig davon, trotzdem, keine Ahnung, also da ist man echt mit der Kraft immer am Spielen rauszudrücken. Mag ich nicht so gern, wenn es ums Putzen geht. Dann haben wir mal wieder aufgebraucht von Swiffer die feuchten Bodentücher. Das sind einmal diese hier. Die seht ihr regelmäßig bei mir auf dem Video. Die sind super praktisch, super feucht. Also viel, viel besser wie die ganzen No-Name-Bodentücher. Die von Swiffer kann ich euch absolut empfehlen. Also man bekommt einige Räume damit schön sauber. Es kommt aber auch immer darauf an, was für einen Boden ihr habt. Wir haben zum Beispiel schwarze Hochglanzfliesen. Da bekomme ich wirklich sehr viel mit sauber. Ja, bei meinem matten Laminat ist das dann nicht so der Fall. Da bekomme ich dann mit so einem Tuch vielleicht zwei Räume sauber, wenn es hochkommt. Trotzdem sind die super. Die anderen sind sehr trocken und da ist noch das letzte Tuch total feucht. Dann haben wir aufgebraucht von Lenore mit Febreze-Duft, mein heißgeliebten Lenore Weichspüler. Davon habe ich mir keine nachgekauft, weil ich momentan einen anderen auch brauchen möchte, aber der wird immer wieder nachgekauft. Der Duft bleibt einfach lange in der Wäsche. Bettwäsche lohnt es sich auch damit zu waschen, Gardinen, Decken, vor allem Decken, jetzt im Winter absolut Decken. Ja, gefällt mir, ich mag ihn vom Duft her, das ist so mein Must-Have, wenn es um die Wäsche geht. Momentan habe ich eine Abwechslung, aber Lenore Febreze wird definitiv wieder nachgekauft. Dann haben wir aufgebraucht von Swiffer dieses Duster-Staubmagnet, das ist so ein Vierer-Pack, also da waren vier Stück mit drin. Ja, ich mag die Swiffer-Teile, allerdings habe ich jetzt noch keinen weiteren nachgekauft, weil ich mich noch ein bisschen umschauen wollte und momentan auch keinen dringend benötige. Wenn ihr aber IKEA-Möbel habt, dann solltet ihr nicht so oft mit feuchten Putzmitteln rangehen oder auch mit den Glasreinigungstüchern, weil halt die IKEA-Möbel schon schnell aufquillen können. Deswegen ist sowas super praktisch, wenn man halt IKEA-Möbel hat, einfach mal den Staub wegwischen, ohne halt der Wohnwand oder der Kommode zu schaden. Ja, dann unsere heißgeliebten feuchten Allzwecktücher, Granatapfel von Denkmit. Ich liebe die Teile. Leider hat unsere DM-Filiale die nicht mehr. Ja, ansonsten, sobald ich die beim DM sehe, werden die trotzdem immer wieder nachgekauft. Ich bin auch immer froh, wenn ich die irgendwie sehe. Zur Abwechslung haben wir aber welche auch super sind von Denkmit. Die haben wir momentan auch in Gebrauch und auch immer noch bei uns in der DM-Filiale. Limited Edition. Das sind einmal diese hier, die riechen auch richtig gut. Also kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr alles schön aufgeräumt habt, geputzt habt, dann nochmal mit so einem Tuch drüber geht, dann riecht einfach der ganze Raum danach. Mag ich absolut, die Teile werden immer wieder nachgekauft, so böse es auch klingt. Ja, ich suchte die Teile. Und wir haben aufgebraucht von Sacrotan, das sind WC-Tücher gewesen. Die konnte man auch in die Toilette reinwerfen, problemlos. Bei einem Spülgang oder so auch gut abspülen, halt die gingen auch problemlos weg. Das sind halt die Reinigungstücher fürs WC, für ab und zu mal drüber wischen, für das Gefühl. Sacrotan beseitigt ja 99,9% der Bakterien und allein fürs Gefühl ist das eigentlich ganz gut. Die werden definitiv irgendwann wieder von mir nachgekauft. Ja, dann haben wir hier einmal Soft und Sicher, Mäh.
Toilettenpapier, was soll ich euch dazu sagen? Super Soft von Floralis. Ich glaube, Lidl. Ein Raumduft ist auch leer gegangen. Raumduft, Textilduft und zwar von Febreze. Entfernt selbst starke Gerüche. Das ist einmal dieses hier. Extrem starke Gerüche haben wir jetzt nicht in der Wohnung, dass ich sagen kann, ja, das entfernt extrem starke Gerüche oder so. Ist ganz okay, kaufe ich mir ab und an mal, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, das brauche ich jetzt dringend wieder. Werde ich mir vielleicht irgendwann mal wieder nachkaufen, ansonsten ist das jetzt nichts, wo ich sage, boah, das brauche ich jetzt dringend wieder nach. Ja, dann haben wir Wäsche gewaschen und zwar mit Denkmit-Vollwaschmittel, das ist einmal das hier. Finde ich ganz in Ordnung. Auch einmal hier in Color, also zwei sind mal wieder aufgebraucht worden. Ich finde das ganz in Ordnung, das Denkmit-Waschmittel. Also da sollte man halt auf jeden Fall auf die Dosierung achten, dass man halt nicht überdosiert, dass da halt nicht irgendwelche Reste bleiben. Aber an sich finde ich das ganz in Ordnung. Ich will mir halt jedes Mal meine große Pulle kaufen, also dieses Vollwaschmittel in riesengroß. Aber irgendwie komme ich nicht dazu und greife dann immer zu den kleinen Denkmit-Tütchen. Ja, dann haben wir aufgebraucht von WC Frisch, Blaukraft Aktiv Lemon, fand ich super, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag allgemein hier die WC-Teile, diese WC Frisch-Teile, kann ich absolut empfehlen, das Wasser verfärbt sich schön, es riecht angenehm, wir haben sowieso ein sehr kleines Badezimmer und wenn man dann da reinkommt, dann riecht es auch angenehm, daher, also es sieht nicht nur gut aus, es erfüllt nicht nur seinen Zweck, sondern es riecht auch ganz gut. Dann habe ich aufgebraucht von Denkmit Nordic Berry Spülbalsam. Das ist einmal dieses hier. Werde ich nicht nachkaufen. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich damals gerne das Spülbalsam von Denkmit benutzt. Aber ich bin jetzt da komplett umgestiegen auf Palmolive und Fairy. Momentan habe ich eins von Fairy in Benutzung. Und das riecht so gut. Das ist ein neues. Werdet ihr nächsten Monat im Aufgebraucht-Video sehen, wenn ich es bis dahin schaffe. Ja, dann sind einige Masken leer gegangen und zwar einmal von Garnier Skin Active, die rosane Hydra Bomb Tuchmaske. Ich liebe diese Maske. Also wenn man sich gerne eine Tuchmaske gönnt, dann gönnt euch die von Garnier. Da macht ihr absolut nichts falsch. Die sind halt super feuchtigkeitsspendend. Man soll die 15 Minuten drauf lassen. Ich lasse sie allerdings eine halbe Stunde drauf. Und ja, die verrutschen auch nicht. Die bleiben auch im Gesicht. Also für die, die jetzt nicht auf der Couch chillen können mit einer Maske, sondern halt eher aktiv sind. Das bin ich auch manchmal. Dann kann man absolut gut die Garniertuchmasken benutzen. Die sitzen halt, die verrutschen nicht, wenn ihr halt irgendwie am Staubsaugen seid oder sonst was mit einer Tuchmaske. Da bleibt alles so auf seinem Platz und Feuchtigkeit ist auf jeden Fall da und es gibt auch so einen Feuchtigkeitskick. Dann habe ich eine weitere Maske aufgebraucht und zwar von Neutrogena, die für glatte, jünger aussehende Haut, die Hydrogelmaske. Mochte ich jetzt nicht so sehr. Was ich gut fand, ist, dass es halt zwei Teile waren. Einmal das obere Teil und das untere Teil. Allerdings war das jetzt so eine Hydrogelmaske, da muss man wirklich auf der Couch ruhen. Also da konnte man jetzt nicht einfach mal die Spülmaschine einräumen, ausräumen oder sonst was, sondern da musste man auf der Couch ruhen, weil die halt sehr schnell sonst verrutscht ist. Daher ist das für mich ein Nicht-Nachkaufprodukt und ich fand die jetzt auch nicht so besonders für den Preis, um ehrlich zu sein. Ja, dann sind Mizellenreinigungstücher leer gegangen von Balea. Ohne Alkohol, ölfrei. Die finde ich super. Die habe ich mir auch schon nachgekauft. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Ich hatte die Mizellenreinigungstücher von BB aus der Box aufgebraucht gehabt. Und dann habe ich mich ein bisschen beim Balea umgeschaut. Und ich finde, die kommen denen sehr, sehr nah, denen von BB. Und allgemein gefallen die mir. Die sind halt nicht so extrem feucht. Aber man hat halt diese Mizellenwasserwirkung im Gesicht. Und daher, die werden auf jeden Fall nachgekauft, sind schon nachgekauft und haben mir sehr gut gefallen. Dann benutze ich sehr gerne mal, was ich oft vernachlässige, ein Lip Patch, also so eine Lippenmaske. Und da benutze ich am liebsten die von CW, Cadea Vera vom Müller. Ja, die mag ich sehr, die macht halt meine Lippen schön weich. Also sie pustert die jetzt nicht so auf, dass sie wie gemacht aussehen oder sonst was. Will ich auch nicht, sollen sie auch nicht. Aber sie macht meine Lippen schön zart und ja, die war ganz angenehm. Ich habe einige noch im Backup davon und da greife ich dann gerne mal drauf zurück. Und ja, eine Tüte ist leer und ich habe versucht, mich kurz zu halten. Bei so viel Reden muss ich trotzdem noch einen Schluck Kaffee nehmen und mein Kaffee ist jetzt bald auch schon leer. Ich liebe es einfach. Ich liebe kalten Kaffee und der ist auch schon leer und kommt auch direkt in die Aufgebrauchtüte. So, die nächste Tüte ist dran und diesmal meine Aldi Süd-Tüte. Tüte, Tragetasche, wie auch immer. Ich habe sie jetzt wieder auf meinen Schoß und greife wieder rein.
Dann sind leer gegangen von Tempo. Das feuchte Toilettenpapier hat mir sehr gut gefallen. Allein von der Machung, dass man das hier halt schön öffnen kann. Vorführeffekt. Das kann man halt hier schön öffnen und Tuch für Tuch rausnehmen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte hier jetzt Aloe Vera und habe jetzt einen ganz anderen Duft nachgekauft. Ja, man möchte auch duften. Die Kids haben eine Mundspülung aufgebraucht, wo sie unten das Rest nicht mehr rausbekommen. Und ich finde, die Pulle ist auch total komisch gemacht. Und zwar Listerine Smart Kids im Erdbeergeschmack. Hier ist noch einiges drin, aber die bekommen es halt einfach nicht raus, weil es halt, es ist kein Pumpstoß, den man da oben hat, also kein Pumpspender, sondern man kippt es sich dann halt so in den Zahnputzbecher. Und da kommt einfach kein Produkt mehr raus. Daher sagen wir mal, es ist aufgebraucht. Ich sollte sie nicht nachkaufen. Das hat denen gar nicht so gut gefallen. Ja, daher sowieso Flop, wird entsorgt und ein neues haben sie schon. Dann haben die Kids einmal aufgebraucht von Peppa Pig ein Badeschaum. Was war das? Nee, Duschschaum war das. Das war, glaube ich, vom Primark. Ja, Peppa Pig haben sie vor langer Zeit mal geschaut gehabt und das hat denen nicht gefallen. Ich denke mal, da komme ich sowieso nicht mehr dran, weil Primark ist ja sowieso immer Sortimentsumstellung und Wechsel und was weiß ich was. Daher wird es auch nicht nachgekauft. Dann habe ich aufgebraucht, was heißt ich, wir haben aufgebraucht zweimal Zahnbürsten, Today Dent. Ich habe keine Ahnung, von wo ich die habe, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, vielleicht Kaufland oder so, weiß ich nicht. Bei mir ist es immer die Hauptsache, dass es weich ist. Ich brauche immer sehr weiche Zahnbürsten. Ich habe sowieso sehr empfindliche Zähne. Und ja, darauf achte ich. Die waren aber nicht gut, denn da stand zwar weich drauf. Die waren aber so, wenn ich die einschätzen könnte, medium. Waren jetzt nicht so weich. Also ich mag weiche Zahnbürsten. Ich brauche weiche Zahnbürsten und mit so harten Zahnbürsten kann ich an meinen Zähnen überhaupt nicht rangehen. Dafür sind die viel zu empfindlich. Ja, dann habe ich aufgebraucht von Balea Totes Meer Salz Ölpeeling Lemongrass Duft. Lemongrass Duft habe ich sehr gemocht. Also man brauchte wirklich nur Minimalprodukt davon. Der Duft ist einfach genial. Es ist auch schön ölig, also egal wo man ist, ob man gerade mit dem Produkt beginnt, in die Mitte erreicht hat oder ganz, ganz unten am Ende ist, man hat immer noch schön Öl. Das Peeling ist einfach super. Ich habe allerdings in einigen Videos meiner Kolleginnen hier gesehen, dass sich die Verpackung geändert hat. Und ja, das Peeling werde ich mir definitiv nachkaufen, aber noch nicht, weil ich noch einige im Backup habe und erstmal muss ich die wirklich aufbrauchen, bevor ich mir das wieder nachkaufe. Kann ich absolut empfehlen, wenn ihr das sucht. Die Verpackung hat sich geändert. Ich meine, die ist jetzt irgendwie Mintgrün oder hellblau? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, falls ihr es sucht, die Verpackung hat sich geändert. So, dann haben die Kids aufgebraucht von Odolme 3, Cool Kids, von 9 bis 13 Jahren Zahnpasta. Ja, bei den Kindern switchen wir immer zwischen Odolme 3 oder Elmex. Da ist es immer also unterschiedlich, was wir da kaufen. Und ja, wird auch nachgekauft, das mögen die. So, jetzt habe ich einen Flop und zwar von Profissimo Staubsaugerdeo mit Zitronenduft. Das ist einmal das hier. Das ist meiner Meinung nach etwas, was total zwecklos ist. Also man soll ja ein Staubsaugerdeo da reintun und da sind insgesamt 8 Stäbchen drin. Dann soll es nach Zitrone duften, Finger weg. Also ich habe sogar 4 Stäbchen reingetan und es hat überhaupt nicht nach Zitrone geduftet. Und ich danke euch für eure Tipps, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt mit Lieblingswaschmittel in den Staubsauger reinkippen oder halt Lieblingsparfüm. Das habe ich auch befolgt. Ich habe das Parfüm benutzt und zwar Flowerbaum von Viktor und Rolf. Und ja, hilft auf jeden Fall viel, viel mehr. Das finde ich einfach nur total zwecklos. Es riecht nicht nach Zitrone. Es ist einfach nur weggeschmissenes Geld. Daher spart euch das. Dann habe ich aufgebraucht Winterlove von Fah. Das war eine Limited Edition. Blueberry Dream habe ich sehr gemocht. Diese Duschcreme ist einfach nur wundervoll. Vom Duft her, vom Duscherlebnis, frisch und pflegend, absolut. Sie ist sehr pflegend. Ich habe es gemocht, meine Beine danach nochmal schön einzucremen, obwohl die halt wie eingecremt waren mit diesem Duschgel. Also hier hat Fah auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet. Falls ihr das noch bekommt, probiert es aus. Riecht gut und pflegt auch ganz gut. Ja, und hier haben wir etwas, was wir endlich aufgebraucht haben. Und das war unser letztes aus dem Backup. Und wir sind alle richtig froh. Und zwar die milde Seife Fairy Dust von Balea. Das ist die letzte, die wir endlich aufgebraucht haben. Und wir haben auch gar keine weitere im Backup mehr. Ich habe schon nachgeschaut.
Ja, ich war verrückt nach dieser Cremeseife, milde Seife, Cremeseife, die Erdbeerduft hat. Und irgendwann, glaubt es mir, Leute, ihr könnt es nicht mehr riechen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir hatten. 6 oder 7 Stück, keine Ahnung. Ihr könnt es irgendwann einfach nicht mehr riechen. Es sieht zwar süß aus, dass es glitzert, aber der Duft einfach geht gar nicht mehr. Und wir sind so froh, endlich die letzte Pulle aufgebraucht zu haben. Dann habe ich etwas aufgebraucht und zwar von Balea das Duschöl. Das habe ich allerdings nicht zum Duschen verwendet, sondern mehr für meine Pinsel und hauptsächlich für meine Beauty Blender. Ja, kann ich euch absolut empfehlen, ab und an mal die Pinsel mit einer Arztseife zu waschen. Ansonsten Beauty Blender immer mit dem Duschöl und Pinsel natürlich auch. Das ist halt meiner Meinung nach die beste Lösung, das Beste, was ich jemals ausprobieren durfte. Da wurde ich ja auch angefixt, das auszuprobieren. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass viele das auch von euch machen. Und bei mir halten die Beauty Blender sage ich immer, halt die Make-up-Schwämme, die halten bei mir auch viel, viel länger. Also ich kann die auch monatelang haben, ohne dass da irgendwas drin ist, ekliges, Schmutz, Schimmel oder sonst etwas. Sowas hatte ich noch nie in einem Make-up-Ei von mir. Und das Duschöl nimmt auch wirklich den letzten Rest vom Innenleben aus dem Make-up-Schwamm raus und macht es schön sauber. Kann ich euch absolut empfehlen, probiert es aus. Ihr werdet auf jeden Fall begeistert sein. So, hier habe ich eine Zahnbürste. Die habe ich allerdings noch nicht aufgebraucht, sondern ich habe sie jetzt hier reingeworfen. Die habe ich momentan in Verwendung. Das ist von DM Dentodent. Super soft, ist absolut soft. Kann ich jedem empfehlen. Also jeder, der weiche Zahnbürsten braucht, soll sich mal die Super Soft von Dentodent anschauen. Die ist wirklich super, gefällt mir. Die ist auch wirklich soft. Also die hält auch das, was da drauf steht. Dann ist leer gegangen Vanilla Pleasure von Palmolive. Ich liebe Palmolive und ja, davon habe ich auch noch eins im Backup. Die Kids mögen ja auch Palmolive und uns ist aufgefallen, dass wir halt noch Minze und Schoko und ja, was haben wir noch im Backup? Kokos, aber wir haben kein Erdbeer mehr im Backup. Und ja, Vanille ist aufgebraucht, gibt es auch noch im Backup, mag ich sehr, sehr gern. Und ja, ist leer gegangen. Davon braucht man auch immer sehr wenig Produkt und man fühlt sich einfach schön und es duftet auch so schön. Der Körper duftet auch danach ganz, ganz gut. So, dann haben wir aufgebraucht von Dentodent Clear Fresh. Das ist einmal die Zahnpasta. Ich liebe Dentodent Zahnpasta. Ich habe jetzt momentan die Sensitiv in Verwendung. Ja, wird immer wieder nachgekauft. Also ich gehe auch gar nicht mehr an teurere dran. Ich habe mir mal eine, ich glaube, die hat 5 Euro gekostet, so eine rote Zahnpasta gekauft. Sobald ich irgendwie meine Zähne damit berührt habe, haben meine Zähne dieses Kältegefühl gehabt und das war so schmerzhaft. Und ich teste auch gar nichts anderes mehr. Ich kaufe mir nur noch Dentodent. Ich mag Dentodent, ich komme damit super klar. Daher kommt Dentodent immer wieder bei mir nach. Und wenn ihr sehr empfindliche Zähne habt, dann probiert Dentodent sensitiv aus und mit so einer super weichen Zahnpasta klappt super. So, dann kommen wir zu einmal dekorative Kosmetik von Make-up Revolution. Den Concealer habe ich aufgebraucht. Das ist dieser Conceal and Define. Ich habe hier die C4 einmal aufgebraucht. Oh Gott, ich habe noch einige im Backup. Das ist halt so das Negative, wenn man bei den ganzen Rossmann-Angeboten sich so viel Backup kauft, weil es günstig ist, obwohl man das Produkt jetzt eigentlich nicht großartig mag. Der Concealer, der trocknet halt sehr, sehr schnell ein. Normalerweise mache ich das immer so, dass ich mir also hier am Auge Concealer auftrage und am anderen Auge dann auch und dann beides halt einarbeite. Bei dem kann man das aber nicht machen. Bei dem muss man wirklich erstmal das eine Auge auftragen, einarbeiten und danach zum nächsten Auge gehen, weil der halt sehr, sehr schnell austrocknet. Ja, ich würde sagen, ich kaufe mir den nicht nochmal nach, aber ich habe, ich glaube, noch 4 Stück im Backup, die ich auch noch aufbrauchen muss und ich freue mich schon. So, es sind auch einige Taschentücherboxen leer gegangen und zwar einmal von Soft und Sicher, total süß, die war im Kinderzimmer, ist jetzt leer und einmal von, ja, auch Soft und Sicher, die ist auch leer gegangen. Also diesen Monat haben wir einige gekillt und die hier, die war auf meinem Schminkplatz, die ist auch leer. Ja, diesen Monat sind 3 Stück leer gegangen, aber gut, wir haben ja auch Winter und wollen ja nicht meckern, ne? Daher ist es auch gerechtfertigt, dass so viele leer sind. Und ja, wir haben noch einiges vor mir. Allerdings genehmige ich mir jetzt noch einen Schluck Kaffee und hole mir mal kurz einen neuen Kaffee aus dem Kühlschrank. Ich liebe es. Wir haben auch aufgebraucht Limited Edition Raspberry Splash Mundspülung von Dentodent. Ja,
kurz vorm Ende war es eine Qual, weil man einfach sich auch an diesem Geschmack echt satt gegessen, ja, kann man nicht sagen gegessen, man hat es ja nicht gegessen, satt gesehen hat an dem Geschmack halt und ja, endlich ist es einfach leer und daher wird nicht nachgekauft. Wir haben jetzt momentan Listerine in Verwendung. Ja, die Kids haben aufgebraucht von Balea Duschgel Cool Shower. Das ist einmal dieses hier. Der Deckel ist kaputt gegangen, wie öfters mal bei Balea Produkten, muss man sagen. Also das haben wir sehr, sehr oft. Wenn uns Balea Produkte in die Dusche hinfallen, dann geht der Deckel kaputt. Aber das ist ja egal, da kann man ja immer noch Produkt von aufbrauchen. Und es hat auch überhaupt nicht an Duft verloren, weil der Deckel ging schon recht am Anfang kaputt, aber der Duft ist immer noch gleich geblieben. Ja, ich habe aufgebraucht von Garnier Skin Active Mizellenwaschgel All in One. Das ist einmal dieses hier. Ihr seht, da ist noch einiges drin, aber ich kriege es einfach nicht auf die Kette, das noch aufzubrauchen. Es stinkt einfach und es tut einfach meinem Gesicht überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht mehr, ob das Produkt gekippt ist, was ich eigentlich nicht glaube, weil ich meine mich zu erinnern, dass es mir damals auch sehr gestunken hat. Falls ihr es verwendet, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, es entfernt wirksam Make-up, reinigt schonend und mattiert. Ja, mattiert schon, aber sehr unangenehm auf der Haut. Ja, für Gesicht, Augen, nein, bitte nicht in die Augen verwenden. Das brennt höllisch in den Augen. Das bisschen Produkt hier unten werde ich nicht aufbrauchen. Das geht jetzt bei mir in den Müll und wird definitiv nicht nachgekauft. Also kann ich euch absolut von abraten. So, dann etwas ganz, ganz Typisches für Männer ist leer gegangen. Avio Man, Crushed Eyes. Ich fand es sehr angenehm. Ich habe es benutzt, ja. 3 in 1 Duschgel. Ich fand es total angenehm. Also es war kühlend auf der Haut. Es hatte so einen kühlenden Effekt. Gut, bei Männern ist es natürlich Body, Hair und Face, ne? 3 in 1 natürlich. Bei Männern gibt es ja auch teilweise 5 in 1. Kann man ja alles reinstopfen für Männer. Wir brauchen natürlich mehr Pullen im Badezimmer. Ist ja auch klar, ist ja kein Geheimnis. Aber ich fand es auch angenehm für Frauen. Also es war schön kühlend auf der Haut. Ja, war schon ein schönes Erlebnis. Dann habe ich aufgebraucht Hyaluronserum von Shabins. Das sind einmal diese drei Kapseln da. Ich fand die von der Machung überhaupt nicht gut. Also viele feiern die ja. Ich fand die einfach von der Machung nicht gut. Also man musste halt immer eine Kapsel, also erstmal musste man alle drei rausholen. Dann musste man jeweils eine trennen, oben aufreißen und dann rauspressen. Hat mir nicht gefallen, vielleicht weil ich da jetzt momentan so verwöhnt bin mit dem Hyaluronserum von Aldi, was ich mir gekauft habe. Ja, ich denke, ich werde mir die Kapsel nicht nachkaufen, aber ich meine, ich habe noch welche im Backup, aber nicht die Hyaluron, sondern ganz andere. Ich weiß aber jetzt nicht welche. Ja, leer gegangen ist auch eine Mascara von P2 Volumen Affair. Warum nicht direkt Gollum? Volumen Affair. P2 Mascara, Lash Wonder Mascara, das ist einmal diese hier, die habe ich jetzt regelmäßig verwendet. Ich mag die überhaupt nicht, ich wollte die leer bekommen. Und mir fällt gerade ein, dass ich doch die dekorative Kosmetik nicht wegschmeißen darf. Ich sammle die doch, um zu sehen, was ich alles in einem Jahr aufbrauche. Ich muss gleich wieder meinen Müll durchwühlen, weil ich dekorative Kosmetik sammle. Ich habe da so eine kleine Challenge mit der Vanessa laufen, die ich sowieso verlieren werde. Ich werde sowieso scheitern, aber egal. Ich mache da trotzdem mit. Und zwar sammle ich meine dekorative Kosmetik von Januar bis Dezember. Und das heißt für mich, gleich in einen Karton stopfen und Müll sammeln. Weiter fleißig sammeln. Das ganze Jahr über sammeln. Einen Raumduft haben wir aufgebraucht von Dumol. Und zwar steht der bei uns im Flur. Fand ich ganz in Ordnung. Es ist halt so ein frischer Duft. Das ist einmal dieses hier. Sieht auch ganz, ganz schick aus. Es war halt Fresh Ocean. Fand ich ganz okay. Werde ich bestimmt irgendwann mal nachkaufen. Vielleicht in einem anderen Duftdesign. Aber ich fand es ganz in Ordnung. Also, es war jetzt nichts, wo ich sage, nee, so wie die vom DM, dass es gar nicht gut roch. So, leer gegangen ist auch einmal von Kringle die Kerze. Fresh Lavender. Mag ich absolut gern von Kringle die Kerzen, aber was mir viel, viel lieber geworden ist, ist von Kringle das Wachs Melt. Und da haben wir auch eins aufgebraucht. Und ja, die Kringle-Kerzen sind zwar gut, aber das Wachs Melt ist viel, viel besser, also meilenweit besser, weil wenn man das anhat auf diesen. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie es heißt, Mensch. Das ist mir letztens schon passiert, dass ich vergessen habe, wie es heißt. Oft dem Teelicht-Dufthalter. Nee, Öllampe ist es nicht. Teelicht-Dufthalter. Teelicht-Wachshalter. Ich habe es vergessen. Sorry.
Auf jeden Fall super, super gut, die Teile. Werde ich definitiv nachkaufen. Hier haben wir einmal Pink Grapefruit aufgebraucht. Ja, das ist halt so ein Melt. Ich allerdings musste es schneiden in die Hälfte. Und das gefällt mir einfach so gut, weil wenn man halt ein Teelicht in dieser Lampe unten hat und dann das Melt da oben drauf, das riecht einfach so gut. Der Duft verbreitet sich überall, kann ich euch absolut empfehlen. Also so ein Teil ist ein Schätzchen. Und ich habe es bei Flaconi bestellt gehabt und ich muss wieder bei Flaconi bestellen, weil die haben momentan wieder 25% Rabatt. Ja, ich muss wieder eine Bestellung bei Flaconi tätigen. Dann kommen wir zu weiterem Duschzeugs. Und zwar ist einmal leer gegangen von Balea. Das Volumen-Shampoo wird immer wieder nachgekauft. Ich mag die Balea-Shampoos, auch wenn sie nicht so gute Inhaltsstoffe haben, wie ich hier mitbekommen habe. Trotzdem, also Balea-Shampoos, ich mag die einfach. Wir mögen die. Und worauf wir auch absolut nicht verzichten können, sind die Spülungen von Balea. Und hier sind zwei leer gegangen. Und zwar, ja, unsere heißgeliebten. Das ist einmal Vanilleduft und Mandelöl. Wir mögen ja die Orange und die Gelbe sehr, sehr gern. Und diesmal sind zwei Gelbe leer gegangen. Also ich persönlich lasse die Spülung wirklich nur eine halbe Minute im Haar, sonst sind sie mir viel zu platt. Und ja, eine halbe Minute reicht bei meinem feinen, dünnen, plattem Haar. Was auch ganz gut ist, ist von Balea das Shampoo, Anti-Schuppen-Shampoo. Das blaue hier ist auch ein super Shampoo, eine super Alternative zu Head & Shoulders, die halt um Meilen teurer ist. Also wenn ihr Head & Shoulders gerne benutzt, dann probiert mal das blaue von Balea. Ja, ein Flop-Produkt, was auch Gott sei Dank leer gegangen ist, das hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Box. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Petit Massy, keine Ahnung, wie es heißt. Ich kann sowieso kein Französisch. Daher, das ist einmal mit Nektarinenduft, mochten wir gar nicht. Also der Duft der Nektarine war nach ganz, ganz billigem Eistee. Aber nicht Eistee-Nektarinenduft, sondern dieser ganz, ganz günstige Eistee, der schon so chemisch riecht, wenn man ihn anguckt. So ein Duft war das. Mochten wir überhaupt nicht. Daher wird auch nicht nachgekauft. Kids haben es aufgebraucht. Ich soll es nicht nachkaufen. Die haben momentan sowieso die Nase gestrichen, voll von Duschschaum. Die haben jetzt auch wieder eins ins Badezimmer gestellt, also in die Dusche gestellt, was sie auch aufbrauchen möchten. Ich meine, das ist von Isana. Da sind die auch schön hinterher am Aufbrauchen. Dann ist auch wieder bei den Kids leer gegangen. Duschgel von Balea, Fun Shower, duftet nach Ananas Maracuja, kann ich absolut bestätigen. Das war ja so ein Aufsteller beim DM und da habe ich denen vier Duschgele gekauft. Zwei haben sie davon gekillt. Ja, duftet ganz, ganz gut. Ich habe es auch gerne verwendet, muss ich zugeben. Und davon brauchte man auch nur minimal Duschgel, also minimal Produkt und es hat alles geduftet. Und es ist leer gegangen. Dusche und Shampoo von Balea, Dream Big, das ist einmal für Kids. Ja, haben beide benutzt. Wird immer wieder nachgekauft. Da haben die ja immer so verschiedene Designs von Balea für Kinder. Daher wird sowas immer wieder nachgekauft. Eine weitere Kerze, die ich gekillt habe, die auch so gut gerochen hat, ist natürlich Kringle von Kringle. Kringle von Kringle, ist doch klar. Kringle. Kaschmir-Kakao. Aber da ist noch ein bisschen Wachs übrig geblieben, was ich nicht so gut fand. Weil hier der Docht kaputt gegangen ist. Das sieht man hier. Ja, Kaschmir-Kakao. Kaschmir, ja, Kaschmir-Kakao hat sehr gut gerochen. Also ich hatte es hier halt in diesem Zimmer und wenn ich dann noch Videos gedreht hatte und das anhatte, dann hat das ganze Zimmer danach geduftet. Ich habe es halt gerne auch abends verwendet, damit es halt ein bisschen angenehmer ist. Und ja, wenn ich zum Beispiel an meiner Schminke saß, ein bisschen, jetzt habe ich hier ein Haar auf der Nase. Wenn ich halt hier an meinem Tisch saß oder so, dann habe ich es halt gerne angemacht, hat mir sehr gut gefallen. Aber diese Wachsmelts mag ich irgendwie viel, viel lieber als die Kerzen. Das Ebelin 40 Peeling Pads, davon habe ich noch einige. Wird nicht nachgekauft, finde ich absolut Schrott. Ich wollte es unbedingt testen, da sind so kleine Schmetterlinge drauf. Ich habe da keinen Peeling-Effekt, also im Gegenteil, das ist sogar sehr, sehr rau auf meiner Haut und ich habe keine empfindliche Haut. Das ist mit Aktivkohle. Aus 100% Baumwolle, weich und fuselfrei. Ja, also meine Nägel kriegen es auch hin, jeden Fusel aus jeder Ritze rauszukriegen, sodass es bei mir auch nicht fuselfrei war. Aber es liegt natürlich an meinen Nägeln, nicht an den Wattepads. Trotzdem werde ich mir nicht nachkaufen. Nein, also da habe ich noch einige von in meiner Box, aber ich fand es halt nicht so besonders. Ja, was ich trotzdem immer wieder nachkaufen möchte, wenn ich mal da bin beim Rossmann, sind die 140 Stück Wattepads von Isana. Die sind super, viel, viel besser wie Ebelin. Da lohnt es sich wirklich zum Rossmann zu gehen. Die sind fuselfrei, sind an den Seiten so leicht eingenäht, kann man sagen. Gefällt mir. Also da lohnt es sich wirklich mehr in den Rossmann zu fahren.
Dann habe ich aufgebraucht, das sieht aber jetzt ein bisschen eklig aus, und zwar von Fingers, den Wimpernkleber. Das ist mein heißgeliebter Wimpernkleber. Mir kommt kein anderer Wimpernkleber ins Haus. Der kostet 2-3 Euro beim DM. Ja, was halt eklig ist, es sammelt sich hier ein bisschen Wimpernreste, ne? Aber ist jetzt auch egal. Den Wimpernkleber habe ich aufgebraucht, den werde ich immer wieder nachkaufen. Also ich komme nicht klar mit dem Duo-Kleber. Der Duo-Kleber, der nimmt meine eigenen Wimpern mit beim Entfernen von Wimpern. Den Kisskleber mag ich auch gar nicht. Da löst es sich halt vorne bei mir ein bisschen und hinten bei mir. Und bei dem von Fingers, der lässt meine eigenen Naturwimpern am Auge stehen, löst sie nicht ab mit den falschen Wimpern. Löst sich allgemein im Laufe des Tages nicht, wird immer wieder nachgekauft. Probiert den einfach aus, den gibt es allerdings wieder beim DM. Eine Zeit lang haben sie den ja aus dem Sortiment genommen, dann habe ich ihn immer online bei Amazon bestellt. Und ja, der ist aber wieder im Sortiment und da bin ich sehr froh drum. So, ich genehmige mir jetzt noch ein Schlückchen Kaffee und dann machen wir weiter. Ist es nicht mehr so viel. Wenn ich so aufs Video schaue, denke ich, schaffen wir es, auf eine halbe Stunde zu bleiben. Ja, aufgebraucht. Zuletzt ist mir so ein bisschen Produkt abgebrochen, daher aufgebraucht von Balea. Lovely Waldmeister, wie heißt es, Lippenpflegestift, hatte ich hier am Tisch immer wieder vor dem Schminken ein bisschen drauf getan. Macht ein bisschen so süchtig. Aber mir hat es gefallen, also ich mag die Balea Pflegestifte allgemein und ich brauche immer, bevor ich mich schminke, irgendwas auf den Lippen. Ob so ein Pflegestift, Pflegeöl oder sonst etwas, da brauche ich immer halt vorher etwas auf den Lippen. Dann habe ich aufgebraucht von Sherbins Limited Edition Tonerdemaske, reinigt sanft, klärt und mattiert. Poren fein, hat mir ganz gut gefallen momentan. Also ja, ich glaube, ich habe da noch einige im Backup. Also ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da alles im Backup habe. Ansonsten wird es bestimmt wieder nachgekauft. Dann einmal eine Tuchmaske Be Foxy von Balea. Ja, war nett. Aber das war auch so eine Maske, wo man wirklich auf der Couch liegen muss, weil die halt verrutscht ist. Sah aber an sich ganz gut aus. Man sah aus wie so ein Fuchs, sieht man auch hier schön. War ganz okay für so ein Selfie, für so eine Instagram-Story. Sieht man zwar aus wie ein Fuchs, aber ich glaube, werde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Ja, dann habe ich aufgebraucht, also die Verpackung habe ich hier, aber die Wimpern habe ich schon entsorgt. Das sind einmal von Kiss die Wimpern und das sind meine heißgeliebten Wimpern von Kiss. Die liebe ich am liebsten, die trage ich auch aktuell. Das sind halt ganz natürliche Wimpern, die auch überhaupt nicht auffällig sind. Und es gibt unterschiedliche, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich meine irgendwas mit Ritzli oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die heißen. Das steht hier auch nicht drauf. Allerdings ist das die einzige Verpackung, die so einen Aufdruck hat auf dem Plastik. 100% Natural Hair. Das sind halt die einzigen, die das haben und die werden von mir immer wieder nachgekauft. Wenn ich zum Beispiel morgens mal etwas länger schlafe oder mir meinen Kaffee ein bisschen länger genieße und ein bisschen weniger Zeit habe, mich morgen zu schminken, dann mache ich nur Make-up drauf, mal mir die Augenbrauen schnell nach und mache mir einen ganz, ganz dünnen Eyeliner-Strich und klebe mir dann die Wimpern schnell drauf. Und dann hat man so einen Make-up-Look. Der zwar so auch, der sieht nach etwas Mühe aus, aber dabei geht er innerhalb von 5 Minuten. Daher sind die Wimpern schon praktisch. Also das sind meine liebsten Wimpern. Und allgemein Kisswimpern mag ich sehr, weil die so ein dünnes Bändchen haben und ein durchsichtiges Bändchen. So, nun kommen wir zu Badezusätzen. Wir waren baden. Dadurch, dass wir ja keine Badewanne haben, nutzen wir bei meinen Eltern, wenn wir da sind, die Badewanne in vollen Zügen aus. Und die Kinder haben aufgebraucht von TT Sept. Hier war, glaube ich, das von meiner Tochter und hier das von meinem Sohn. Hat denen sehr gut gefallen. Das soll ich denen auch bitte das nächste Mal wieder nachkaufen. Und zwar einmal Schlafmützchen für meinen Sohn und Vulkan für meine Tochter. Ja, TT Sept soll ich denen auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn wir wieder bei meinen Eltern sind oder wenn die bei Oma und Opa sind. Und wird definitiv wieder für die Kids nachgekauft. Das hat denen einfach nur gut gefallen. Dann soll ich den Kindern auch wieder nachkaufen, wenn sie wieder die Möglichkeit haben zu baden. Und hier ist alles irgendwie ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, dreckig verdreckt. Ja, die zwei soll ich denen auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Das sind die von Bibi. Achtet nicht, ein bisschen verdreckt. Das hat denen absolut gefallen. Und vor allem bei diesem hier, als meine Tochter mit dem Baden dann fertig war und die Badezimmertür ging auf, es hat alles danach gerochen. Also ich habe es im vierten Zimmer, was weiter weg liegt, schon gerochen, den Duft nach Kirsche. Daher werde ich den definitiv nachkaufen. Hat den sehr gut gefallen.
Und die Kids haben aufgebraucht, einmal von TTZ, Kinderbadespaß, das hat meine Tochter aufgebraucht. Hier ist eigentlich so eine Puppe, also so eine Fingerpuppe, hat sie allerdings nicht benutzt, die Fingerpuppe. Und mein Sohn hat aufgebraucht, das hat er dann auch als Fingerpuppe benutzt. Ich meine, es ist auch von TTZ, so ein Drachenspaß. Das hat er von der lieben Vanessa bekommen. Und meine Tochter hat von TTZ, das hat sie auch von Vanessa bekommen, das Kinderbadespaß Ferienlandbad aufgebraucht. Das ist ja so ein DM-Exklusiv-Edition. Ja, hat denen auch beides sehr, sehr gut gefallen. Also da waren die absolut begeistert. Die Kids hatten allgemein keinen Flop, was das Bad angeht. Ja, und ich war auch baden und das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich einmal von Dresdner Essenz grüne Frische aufgebraucht. Das ist einmal diese kleine Tablette, kann man sagen. Die hat etwas gesprudelt, ist halt ganz angenehm, natürlich nicht vergleichbar mit Badebomben, auf keinen Fall, kann man nicht vergleichen. Ich habe das zusammen mit den Badekristallen von Aveo aufgebraucht, Früchtezauber. Also hier hatte ich zwei Badezusätze an einem Abend aufgebraucht gehabt und das hat mir sehr gut gefallen. Also die Kombination zwischen den beiden und allgemein das Aveo hat mir auch gut gefallen. Es war halt ja so Multivitamin und dann noch das Zitrische dabei. War halt einfach nur ein entspanntes Erlebnis im Bad. Und ich habe aufgebraucht von Isana Orange Slides Maske. Da hatte ich allerdings drei Anwendungen von. Genau, ein ganzes Wochenende lang drei Anwendungen. Das war mit Orangenextrakt, Aloe Vera und Hyaluronsäure. Und so ein 3 in 1 hätte mich echt nicht besser treffen können. Dankeschön nochmal, Vanessa, dafür. Ja, Orangen liebe ich. Aloe Vera tut gut. Hyaluronsäure kann ich nie genug von haben. Das waren halt so kleine Orangen, also so kleine, wie sagt man so schön, also die waren so wattepadförmig. Kleine Orangen vom Design, die konnte man sich halt schön ins Gesicht drauflegen. Wie viele Stück waren da drin? 12 Stück waren da drin. Also ich hatte insgesamt drei Anwendungen davon. Es roch auch ganz gut auf der Haut. Es war angenehm. Es war halt einfach nur ein Wohlfühlerlebnis. Wenn man halt keine Badewanne hat, dann genießt man es, wenn man dann badet. Und aufgebraucht das letzte Produkt, Badekristall, hab dich lieb, fand ich ganz okay. Himbeere, Preiselbeere, war jetzt nichts, wo ich sage, brauche ich auf jeden Fall wieder, wenn ich zu meinen Eltern gehe, wenn ich wieder die Möglichkeit habe zu baden, aber war okay, sage ich mal. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe versucht, mich ein bisschen kurz zu halten. Gebt mir gerne Feedback zu Produkten, falls ihr einer anderen Meinung seid. Ich mag sowieso den Austausch mit euch. Ja, falls etwas bei euch besser funktioniert als bei mir, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Oder falls ich etwas gut finde, was ihr nicht so gut findet, dann lasst es mich auch gerne wissen. Das mag ich sowieso halt, diesen Austausch, dass man sich halt über Produkte unterhalten kann. Und ja, ich hoffe, das Video war euch nicht viel zu lang. Ich persönlich schaue sehr, sehr gerne lange aufgebraucht Videos. Also, ich mag das, aber es ist immer so individuell gesehen. Ja, ich freue mich wahnsinnig über euer Feedback und ich hoffe, es geht euch allen ganz gut. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns gesund und munter wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao.